Der US-amerikanische Getränke- und Lebensmittelkonzern PepsiCo kündigt ein Redesign für das Logo des Kultgetränks Pepsi an. Anlässlich des 125. Geburtstags der Pepsi-Cola bekommt dieser ein neues Design. Es ist das erste Mal seit 14 Jahren, dass die Marke neu aufgesetzt wird. Das neue Logo werde zunächst im Herbst 2023 auf Getränken in Nordamerika zu sehen sein, wie das Unternehmen auf seiner Website bekannt gab. 2024 werde das koffeinhaltige Erfrischungsgetränk dann weltweit ein neues Aussehen erhalten. Die Neuerung werde auf allen Pepsi-Artikeln, wie zum Beispiel auf Kleidung und in der Gastronomie, zu sehen sein. Das neu gestaltete Design solle in einer digitalen Welt mehr Bewegung und Animation in das visuelle System bringen. Wie das Unternehmen erklärt, soll dadurch zwischen physischen und digitalen Räumen, vom Einzelhandelsregal bis hin zum Metaverse, flexibler gewechselt werden. Außerdem werde das Farbschema erweitert, sodass mehr Kontrast und Lebendigkeit geschaffen wird. Manche Elemente, wie etwa die Farbanordnung, hat Pepsi beibehalten. In sozialen Medien ist aber nicht jeder Fan des neuen Designs. So meinen manche Nutzer, dass sie das Logo an eine Zahnpastamarke erinnert.